Ja, und damit ein ganz herzliches, wunderschönes guten Morgen. Willkommen zurück in Mittelerde. Mein Name ist Pulsar und heute machen wir mal Folgendes. Heute machen wir mal ein bisschen zart, machen wir ein bisschen langsam. Wir spielen heute gemeinsam wieder Mittelerde und dürfen dabei nicht vergessen, dass wir ja als Talion noch ein paar Festungen zu verteidigen haben. Aber Gebiete sind in anderen, Aufträge sind in anderen Gebieten verfügbar. Das ist ja wunderschön. Was ist denn das? Belagerung, ach Quatsch. Die Belagerung von Sharkburz. Wir könnten aber gerade mal per Schnellreise dieses Gebiet aufsuchen, denn ich glaube, dass wir da noch einige Verstecke beziehungsweise auch Gegenstände finden können. Kankras Erinnerungen, diese Aufträge von Celebrimbor, die von alter Vergangenheit und so weiter. Wir schauen einfach mal nach. Wir gucken mal kurz in die Karte. Da, guck mal. Da sind da noch zwei Sachen. Die haben wir noch gar nicht. Die müssen wir uns noch krallen. So, wie gesagt, der Plan ist ja, dass wir erst uns alle Geheimnisse holen. Die möchte ich euch ja zeigen, wo die sind. Ja? Was ist denn hier los? Oh, da kämpft, okay. Menschlein! Du dachtest, ich wäre entbehrlich, nicht wahr? Ich bin nicht entbehrlich. Du bist entbehrlich. Oh, das tut weh. So, den möchte ich mir nämlich gerne nochmal zurückholen als... als Häuptling. Dann denke ich, kann man mich gut bauen. So. Ach, der hat einen eisernen Willen. Alles klar. Dann wird er halt geschehen, ist mir egal. Ich wollte den eigentlich haben. Für 41er wäre es super gut gewesen. In unserer Armee, aber egal. Boah, wenn er nicht will, dann hat er schon. Wir ziehen hier jetzt mal gerade an allen vorbei. Ist mir egal. Ich will eigentlich nur da unten das. Oh. Hab ich da gerade etwas gehört? Nö. Ich brauche was. So, wir holen uns jetzt mal. Das hat der Alarm geschlagen. Wir hauen mal schnell ab. Komm. Ich muss ja noch da hoch, denn da oben ist ja noch was zu tun. Ich reiße den Kopf. Fehlers, richte Orks hin, die sich dem hellen Herrscher nicht unterwerfen wollten, aber gerne. Was verlangte den Einfallen? Fehlers, die Tugend der Gerechtigkeit. Sauron hatte mich und mein Volk verraten und er sollte dafür büßen. Gegen Drachen ankämpfen. Töte 15 Orks mit Explosionen. Wie soll das gehen? Töte einen Drachen. Töte einen Drachen ist ein Bonus quasi. Drachen haben momentan 10. 13, Alter. Das sollte man vielleicht ein bisschen vorrücken hier. Momentan einen mehr. Ja.
Eintragen aber nicht können töten. Fuck, aber egal. Wir wollen nur die Münzen. Alles gut. Ich brachte Sauron an den Rand der Niedernagel. Doch die Gerechtigkeit entzieht sich mir. Bisher. Schwert der Herrschaft haben wir bekommen. Wieso nur 250? Ah, und 600. Alles klar. Plus 600. Ich wollte gerade sagen, warum? Das stand doch so, aber nicht in unserem Vertrag drin. Hatte vergessen, die Kamera anzumachen. Sorry. So, dann haben wir hier Marbat. Schnellreisepunkt, Gebietsgrenze, okay. Marbat, wir holen uns erstmal hier Krankras Erinnerung als nächstes. Oh. 1200 Fuß entfernt, mein lieber Mann, da muss man ganz schön ein Stück rennen. Und wir müssen hier hoch. Sonst können wir das nicht erreichen. Hier können wir die Wände hochklettern. Wie gesagt, ich hatte ja schon beim letzten Mal... Oh, da liegt noch was. Das war ein Kriegerjuwel. Ich hatte ja schon beim letzten Mal angekündigt, dass wir nur die Sachen suchen und dass ich dann die ganzen Festungen alles alleine einnehme. Das wird einfach zu lange dauern. Das würde viel zu lange dauern. Oh. So, der ist da irgendwo drin, der Erinnerung. Oh, das wäre einer von uns gewesen. Oh, Entschuldigung, habe ich nicht gesehen. Dann holen wir uns hier jetzt gerade krass erinnern. Die alten Götter verließen uns. Aus der Musik der Welt wurde Missklang. Er sah es als seine Mission, dies zu korrigieren. Ein dunkler Herrscher, der die Fehler eines anderen behebt. Die Zukunft ist voll von ihnen. Jeder entschlossen, die Welt vor sich selbst zu retten, das Chaos zu beseitigen, alles zu beherrschen. Alter. Was das immer mit den Krankras-Erinnerungen auf sich hat, ich habe keine Ahnung, was das soll. Ich weiß es nicht. Egal, wir holen uns die nächste, die ist da. Die dürfte dann vor uns sein. Können wir das vielleicht nutzen, um da durchzugelangen? 250 Münzen bekommen wir dafür. Oder ist hier hinten Ende Gelände? Ne, da kommen wir sogar wieder raus. Oh. Ah, wir kommen hier in den Wald rein. Alles klar. Ja,
da draußen ist ein Baum. Ja, du hast recht, mein Lieber. So, irgendwie müssen wir hier an die Kanker rankommen, an die Erinnerung. Da sind unsere Jungs. Die machen hier, guck mal, die machen hier lustige Gymnastikübungen. Da ist der Höhleneingang. Alles klar. Ah, oh, guck mal, wie schön. Immer das sind Spinnenweben in der Nähe, wo Kanker ihr Unwesen getrieben hat. So, Schicksalsnetz. Ich sprach einmal mit ihm über die Schönheit Nords, die Pracht seiner Hügel und Wälder. Er schien zu schaudern. Sauron sah die Welt als Chaos und Makel, die er berichtigen würde. Seine Ringe waren perfekt. Die Welt war es nicht. Tja. Das kennen wir irgendwoher. Da ist ein Gesicht. Gleich von der anderen Seite. Ja, da, guck mal, da. Diese Sequenz muss dann unmittelbar vor der Sequenz gewesen sein. Mal kurz gucken, wie viel Energie er. Münzen, wir bekommen 250. Diese Sequenz muss dann unmittelbar davor. Bellas. Okay, das haben wir auch noch nicht. Muss dann unmittelbar davor gewesen sein, vor der letzten, die wir eingesammelt haben. Denn da saß sie da. Und dann kamen die Soldaten rein. Und hier hat man jetzt nur gesehen, wie sie da saß. Ich brauche keine schicken Gerätschaften. Das brauchst du. Brauchst du. So, hier haben wir die nächste Erinnerung von Celebrimbor, die Karagor-Jagd. Ne, Quatsch, Bellas. Nutze die Stärke eines Grauks, um die Ghoul-Plage zu eliminieren. Auf geht's. Bellas, die Orks achten Stärke. Stammen sie von einem Grauk, einem Häuptling oder einem Ring. Doch in Mordor macht Stärke einen Ork zu einem verlockenden Ziel. So, kommt her. Ah, der kann ja Feuer spucken, stimmt. Ich erinnere mich. Stimmt, der kann Feuer spucken, den habe ich vergessen. So, er erreicht die nächste Plage. Burger. Oh. Oh ja, wir haben sogar Gold. Wie geil. Schließen, cool. Yes. Wichtiger als bloße Kraft ist die Fähigkeit, sie zu führen. Selbst wenn es nicht die eigene ist. Sehr geil. Haben wir das sogar geschafft mit Gold und einem... Das schauen wir uns. Das machen wir uns mal gerade zu Nutze. Wir gehen mal kurz in hier rein und gehen an den Charakter. Oh, ein neuer Fähigkeitspunkt. Bodenbeherrschung, Bodenaufzehrung brauchten wir. Das mussten wir haben, um einen weiteren Auftrag in wo war das gewesen? In Gorgoroth zu machen. Da müssen wir gleich wieder zurückreisen. Aber eigentlich wollte ich ins Inventar und wollte mein irgendwas ausrüsten. Kriegerjuwel erhöht den Schaden. Das da, und das möchte ich ja gerne austauschen gegen das da. 10%ige Chance. Haben wir sogar zwei davon.
einmal. Zwei. Guck mal, da haben wir jetzt sogar so geschliffene Steine. Wie geil ist das denn? Wir gehen zurück und gucken noch mal kurz auf der Karte, was wir da noch machen können. Hm, hier haben wir alles geholt. Da müssen wir halt die Festung verteidigen. Machen wir nächstes Mal. Dann würde ich sagen, reisen wir jetzt hier hin zu diesem Italien. Das ist 1500 Fuß entfernt. 600 Münzen. Geil. Läuft doch, Freunde. Läuft doch. Oh, da sind noch Münzen. Die hat wohl jemand vergessen. Die holen wir gerne mit. 50 Stück. Alles zählt. Jede Münze zählt. Genau aus diesem Grund machen wir das. Deswegen machen wir das, ja. So, hier bin ich gerade mal drüber gesprungen. Hast du hier die kleine Mensch? Stimmt, die Zwerge haben wir noch gar nicht gesehen. Oh, schade. Alter, wie er springt. Im DLC haben wir Zwerge gesehen, tatsächlich. Im letzten, meine ich. So. Wir holen uns mal raus, was das heißt. Schade, dass wir es halt nicht gesagt bekommen. Oh, da ist direkt die krankrasse Erinnerung. Die müsste direkt vor uns sein. 200 Meter über uns. Alter, müssen wir den Wasserfall hochklettern? Ah, nein. Vielleicht müssen wir rein. Ah, das ist über uns. Okay, wir müssen erstmal nach oben. Was ist denn hier los? Guten Tag. Darf ich vielleicht hier hochklettern? Nein. Ach, scheiße. Dann nur hier hoch. Da muss man irgendwie hochkommen. Ich lasse die jetzt mal außen vor. Da muss es irgendwie hochgehen. Da. Ja, schön. Fünfmal. Das ist ein bisschen entlegeneren Platz. Dorthin gehen, wo ich will. Der Erinnerung von Kanka, sehr schön. 15. Oh ja, guck mal da. Da ist sie. Schicksalsnetz. Um zu herrschen, muss man bereit sein, alles Dagewesene zu zerstören. Selbst die Erinnerung daran muss ausgelöscht werden. Denke nicht an das Verlorene. Denke nur an das, was kommt. Dies ist die Geschichte, die sich der dunkle Herrscher erzählt. Alles Dies klar. ist die Geschichte, an der Mittelerde zugrunde gehen wird. Werde ich tun. Da scheint irgendwo das Rätsel zu lösen zu sein. Ja, guck mal da. Alter, Sauron. Und Helm Hammerhand? War das Helm Hammerhand? Keine Ahnung. Kankererinnerungen in Nuren abgeschlossen. Fähigkeiten freischalten. Haben wir nochmal etwa... Schicksalsnetz, guck mal einer an. Das sind die ganzen Charaktere. Schicksalsnetze haben wir jetzt. Fähigkeit freischalten. Wir drücken mal auf B. Wir haben tatsächlich wieder einen Erinnerungspunkt erhalten. Dann würde ich sagen, machen wir das da. Erhalte bei jeder Macht. Erhalte Macht für jede Tötung, während du unentdeckt bleibst. Was war das? Ah, okay. Und da gucken wir mal auf der Karte. Da war irgendwo noch was. Und zwar hier. Das müsste, glaube ich, auch in demselben Sektor liegen. Ich gehe mal zurück. Genau. Ist da hinten irgendwo. Ein verlorenes Artefakt. Haben wir in der heutigen Folge noch gar keins gefunden. Die Bewohner von Gondors Tiefland konnten schnell vergessen, wie nah Mordor und Minas Ithil waren. Nur wenige Menschen verschwendeten mehr als einen Gedanken an Gondors Grenzen oder das, was dahinter liegt. Für sie war die Bedrohung Mordors weit entfernt. Ah, okay. Eine Landkarte von Gondor und eine kleine Geschichte dazu. Alles klar. Was haben wir hier noch? Das ist, glaube ich, das Hügelgrab. Genau, da finden wir die anderen Dinger. Da würde ich mal noch sagen, holen wir uns mal noch...
Das da tatsächlich. Wie kommen wir da hin? Ich habe keine Ahnung. Ich vermute mal, wir müssen raus aus der Höhle. Und ich sehe auch schon wieder, dass die heutige Folge leider, leider schon zu Ende ist. Und deswegen, um das eine verlorene Artefakt holen wir uns noch. Das kriegen wir noch in der heutigen Zeit hin. Das kriegen wir auf jeden Fall in der heutigen Zeit noch hin. Und dann machen wir beim nächsten Mal weiter hier in Nur. Danke, dass du es aufgehoben hast. Das spart mir die Mühe, das selbst zu tun. Pimmel. Wie soll ich dir meine Dankbarkeit erweisen? Ich weiß, ich schlag dir den Schädel ein. Na komm her. So, komm her. Groschen. Ich bin dein. Ich stehe hinter dir. So. Das war's. So, hier ist noch ein verlorenes Artefakt. Ich glaube, diese Statue stellt Galadriel dar. Eine Elbenkönigin aus einem sagenumwobenen Wald jenseits von Gondor. In unseren Büchern fand ich wenig über sie. Aber ich weiß, dass ihr Name Baummaid bedeutet und ihr Haar aus Gold und Silber sein soll. Sie war eine Elbenmonarchin des ersten Zeitalters. Welche Wunder sie gesehen haben muss, als die Welt so jung war. Galadriel ist auch eine meiner persönlichen Lieblingsfiguren bei Mittelerde oder in dem Mittelerde-Universum. Die ist einfach ein Schatz. So, wir sollten uns schnell... schnell hier entfernen. So, dann würde ich einfach sagen, gehen wir kurz... gehe ich ganz kurz ins Menü rein und dann würde ich sagen, sage ich vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dankeschön. Tschüss.